Angetrieben durch Sonne und Wind sind die Ozeane mit ihren globalen Strömungen ein Motor für Wetter und Klima. Die Temperatur der Meeresoberfläche beeinflusst die Lufttemperatur und vor allem die Bildung von Wolken und Niederschlag. Die wichtigste Strömung für das europäische Klima ist der Golfstrom. Durch seine ungeheure Wärmeenergie sorgt er im Nordwesten Europas für ein verhältnismäßig mildes Klima, verglichen mit denselben Breitengraden in Nordamerika und Kanada. Ihren Ursprung hat die warme Meeresströmung am Äquator. Die starke Sonneneinstrahlung sorgt dafür, dass die aufgeheizte Luft aufsteigt und dabei große Mengen von verdunstetem Meerwasser aufnimmt. Südostwinde treiben das erwärmte Wasser nach Nordwesten, in den Golf von Mexiko. Ihm verdankt der Strom seinen Namen. Das Meer erwärmt sich dort noch weiter und strömt, angetrieben durch den Wind und abgelenkt durch die Erdrotation, in Richtung Europa. Dabei verdunstet Wasser und der Golfstrom kühlt ab. Schließlich sinkt das dichte und stark salzhaltige Wasser im Nordatlantik in die Tiefe und fließt zurück nach Süden. Temperatur- und Wärmeaustausch innerhalb des Golfstroms liefern wichtige Informationen für das Wetter in Europa. Am Leibniz-Institut für Meeresforschung in Kiel untersucht Martin Fisbeck, wie die Ozeane das Klima beeinflussen. Seine Ergebnisse fließen unter anderem in die Vorhersagemodelle des Deutschen Wetterdienstes ein. Die Vorhersagbarkeit im Ozean ist deutlich einfacher, weil er sich viel langsamer bewegt. Wenn man das vergleichen würde, eine Wettervorhersage, die wir ganz gut können, über 5-6 Tage, das ist im Ozean schon mal gleich 2-3 Wochen. Das heißt, der Ozean bewegt sich viel langsamer, dort ist die Vorhersage viel einfacher. Durch die Trägheit des Systems Ozean, die Strömungen sind langsam, die thermische Trägheit nennen wir das, die Wärmekapazität ist hoch im Meer und das begünstigt die Ozeanvorhersage natürlich und macht den Ozean eben auch so wichtig im langfristigen Wettergeschehen, im Klimageschehen. Über die Hälfte aller Daten, auf die sich Vorhersagen heute stützen, kommt aus den Weltmeeren. Die Messgeräte hierfür werden immer raffinierter. Dieser Gleiter gehört zur neuesten Generation, den sogenannten Driftern. Bevor er zum Einsatz kommt, wird er von Martin Fisbeck und seinen Mitarbeitern getestet. Er kann ferngesteuert ab- und auftauchen und Messungen in verschiedenen Meerestiefen durchführen. Rund 3000 Drifter sind derzeit weltweit im Einsatz. Dennoch ist es für die Wissenschaftler immer noch aufregend, eines dieser Instrumente auszusetzen. Sie hoffen, den Gleiter in 4 Monaten wiederzufinden. Bis dahin wird er mehrmals täglich bis zu einer Tiefe von 1000 Metern abtauchen und Temperatur, Druck, Salz und Sauerstoffgehalt messen. Für uns ist das Gliderfahren immer wieder spannend. Die Glider sind fast wie kleine Kinder. Wenn die hochkommen, dann hofft man, dass sie anrufen und sich rechtzeitig melden. Alle 4 Stunden tut er das. Ist er mal eine Stunde zu spät, macht man sich schon Sorgen. Wenn er gar nicht anruft, richtig Sorgen. Meistens kommt er dann doch und meldet, dass er Probleme hat. Dann ist die Aufregung groß. Oftmals schaffen wir, die Probleme wieder zu lösen durch Interaktion mit dem Glider übers Handy. Aber an sich sind die Glider eben doch noch ein ganz neues Werkzeug in der Wissenschaft und nicht Routine und immer wieder spannend. Jeder Punkt bezeichnet den Aufenthaltsort eines Drifters im Meer. Die Daten, die solche Messinstrumente liefern, sind aber nur ein Teil der komplexen Vorhersagemodelle. Die Wissenschaftler beziehen in ihre Berechnungen auch viele andere physikalische, chemische und biologische Zusammenhänge mit ein. Sie legen hierfür ein Raster über die Erde. An den Schnittpunkten, etwa alle 30 Kilometer, werden die Wettergrößen des Jetzt-Zustands erfasst. Aus der Kombination mit bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten ergeben sich erste Prognosen, beispielsweise für die Tropen. Dort wird das Wetter größtenteils von den Ozeanen gesteuert. Meeresforscher sind deshalb in der Lage, ziemlich genau vorherzusagen, wann der Monsunregen in Asien einsetzen und wie stark er sein wird. Auch für die afrikanischen Tropen können Experten aufgrund der Meeresdaten wertvolle Hinweise geben. Zum Beispiel frühzeitig vor Dürreperioden warnen.
Ein schönes Beispiel von vor 2 Jahren war im Horn von Afrika, wo dort kühlere Wassertemperaturen uns zu der Vorhersage veranlasst haben, dass in den nächsten Monaten mit Dürresituationen im Afrika zu rechnen ist. Das haben sich Hilfsorganisationen zunutze gemacht und dort schon mal Hilfsgüter, Essensproviant in die Häfen gebracht, um dann bei der dann zu erwartenden und auch eingetretenen Dürre viel kostengünstiger und schneller Hilfe leisten zu können. Ein schönes Beispiel, wie man saisonale Wetter- und Klimavorhersage ausnutzen kann, um auch Nutzen für die Bevölkerung zu ziehen. In Mitteleuropa ist es schwieriger, mit Daten aus den Ozeanen präzise Vorhersagen zu erstellen. Denn hier spielt neben dem Golfstrom die Atmosphäre eine gleichberechtigte Rolle. Sie ist ständig in Bewegung und sorgt immer wieder für Überraschungen, wie im vergangenen Herbst. Im Oktober, November hatten wir durchweg warme Temperaturen im Atlantik zu finden, insbesondere im tropischen Atlantik, aber auch in der Labradorsee. Vor Europa war es etwas unentschieden. Ich hätte daraus abgelesen, naja, der Winter wird wahrscheinlich wärmer als normal. Gekommen ist es ganz anders. Denn es folgte der drittkälteste Dezember seit über 100 Jahren.